Hast du es schon gehört? Schlagerstar Michelle ist 52 und hat ihre Liebe zu Erik Philippi bekannt gegeben. Er ist 27 Jahre alt und die beiden haben einen Altersunterschied von 25 Jahren. Ich denke, hey, wunderbar, zwei Menschen haben sich in Liebe gefunden. Einige Fans sehen das nicht so und sehen nur den Altersunterschied. Die Reaktion? Viel Verständnis und Mitfreude, aber auch Empörung bis hin zur Morddrohung. Aber Michelle ist nicht alleine. Chers Mann ist 40 Jahre jünger. Madonna liebt einen 35 Jahre jüngeren. Heidi Klum und Tom trennen 17 Jahre. Scheint ebenso gut zu funktionieren wie für Bruce Willis, Jürgen Drews, Scooter und viele, viele andere. Hallo, ich bin Jörg von Liebesallerlei und ich helfe dir glücklicher zu lieben. Bei fast der Hälfte aller Partnerschaften in Deutschland beträgt der Altersunterschied weniger als 4 Jahre. Mehr als 10 Jahre Unterschied findet sich gerade mal bei 6% der Liebenden. Wie ist das nun, wenn sich zwei Menschen mit größerem Altersunterschied ineinander verlieben? Was für Vor- bzw. Nachteile kann Liebe mit Altersunterschied bescheren? Schauen wir uns zuerst mal die Herausforderungen an. Das größte Thema ist ziemlich sichere Kritik von außen. Paare mit großem Altersunterschied sind oft vielen Vorurteilen und Unverständnis von ihren Mitmenschen ausgesetzt. Ob es die eigenen Eltern sind, die Freunde oder die Passanten auf der Straße, die euch hinterherblicken. Euch kann alles Mögliche begegnen, von Bewunderung bis hin zu Vorwürfen des Mutter- bzw. Vaterkomplexes. Damit müsst ihr lernen, umzugehen. Tauscht euch darüber aus, betrachtet es mit Humor und lasst es an euch abprallen. Niemand hat das Recht, über die Liebe anderer zu urteilen. Wenn einer der beiden Liebenden noch eigene Kinder haben will, der andere aus seelischen oder biologischen Gründen nicht mehr, ist es wichtig, eine gute Lösung zu finden, mit denen beide gut klarkommen. Ab einem gewissen Alter mag es zu körperlichen Einschränkungen kommen und das müssen noch nicht mal Krankheiten sein. Alter kann auch eine Auswirkung auf die Sexualität haben, aber dafür gibt es eine ganze Menge Lösungen. Die beiden Liebenden sind in einem unterschiedlichen Reifezustand. Das kann sich als Herausforderung auswirken, aber genauso gut auch belebend wie erdend sein. Vielleicht profitieren beide gegenseitig von der Lebendigkeit des einen bzw. der Sicherheit und der Lebenserfahrung des anderen. Das ist auch schon die perfekte Überleitung zu den unschlagbaren Vorteilen bei unterschiedlich alten Partnern. Sie ergänzen sich mitunter hervorragend und jeder kann vom anderen etwas erhalten, das er in einer Beziehung mit einem Gleichaltrigen nie bekommt. Da Partnerschaften mit hohem Altersunterschied oftmals besonders bewusst gelebt werden, ist die Aufmerksamkeit, die Dankbarkeit und die Zugewandtheit in diesen Beziehungen erfahrungsgemäß sehr hoch. Viele Liebenden aus Beziehungen mit größerem Altersunterschied sprechen von einer ganz neuen Erfahrung an Rücksicht und Verständnis und sie beschreiben ihre Liebesbeziehung als sehr intensiv. Beide Seiten bringen ganz unterschiedliche Eigenschaften und Erfahrungen in Liebe und Sexualität mit in die Beziehung. Das macht sie nicht nur besonders interessant und spannend, die beiden Liebenden können dadurch auch persönlich stärker wachsen, als dies in einer gleichaltrigen Beziehung der Fall wäre. Was braucht es nun, um eine erfüllende Beziehung mit einem Mann oder einer Frau zu führen, die deutlich jünger oder älter ist? Offene und ehrliche Kommunikation ist entscheidend. Beide Partner sollten über ihre Bedenken, Erwartungen und Wünsche sprechen, um Missverständnisse zu vermeiden. Respektiere die Lebenserfahrungen und die Perspektiven des anderen unabhängig von seinem Alter. Es ist wichtig, sich auf gleicher Augenhöhe zu begegnen und die Meinung und Gefühle des anderen zu achten. Finde gemeinsame Interessen und Aktivitäten, die beide Partner genießen können. Diese gemeinsamen Erlebnisse können dabei helfen, eine Verbindung aufzubauen und das Gefühl von Gemeinsamkeit zu stärken. Sorgt aber auch für den nötigen Freiraum, den jeder mit seinen Freunden, seinen Hobbys, seinen Beschäftigungen braucht. Vielleicht mag nur einer von euch die Nächte durchtanzen, während der andere sich mit seinen Freunden in Ruhe bei einem Glas Wein am Kamin unterhalten mag. Seid offen für Kompromisse und findet Lösungen, die für beide Partner akzeptabel sind. Das erfordert manchmal Flexibilität und die Bereitschaft, sich auf die Bedürfnisse des anderen einzustellen. Akzeptiere die Unterschiede in Lebenserfahrungen, Lebensphasen und Interessen. Anstatt sich auf diese Unterschiede zu konzentrieren, sollten beide Partner voneinander lernen und sich gegenseitig bereichern. Bietet einander Unterstützung und Ermutigung in allen Lebensbereichen. Egal ob berufliche Herausforderungen, persönliche Ziele oder familiäre Angelegenheiten, eine unterstützende Partnerschaft kann dazu beitragen, Hindernisse zu überwinden. Sei offen dafür, Neues zu entdecken und voneinander zu lernen. Unterschiedliche Lebenserfahrungen können eine Quelle für persönliches Wachstum und Bereicherung sein. Umgang mit gesellschaftlichen Erwartungen. Sei dir bewusst, dass gesellschaftliche Normen und Erwartungen möglicherweise eine Rolle spielen können, besonders wenn der Altersunterschied groß ist. Es ist wichtig, sich nicht von Vorurteilen oder Kritik anderer beeinflussen zu lassen und stattdessen auf die eigene Beziehung zu vertrauen. Wie du siehst, das sind alles Eigenschaften, die du in jeder Beziehung benötigst, ganz unabhängig vom Altersunterschied zu deinem Partner oder deiner Partnerin. Letztendlich ist es das Wichtigste, dass beide Partner sich gegenseitig lieben, respektieren und unterstützen. Solange diese Grundlagen vorhanden sind und beide bereit sind, an ihrer Beziehung zu arbeiten, kann Liebe trotz oder vielleicht sogar wegen des Altersunterschieds sehr erfolgreich sein. Wenn du Unterstützung in deiner Liebe brauchst, wende dich an einen guten Paartherapeuten. Zusammen mit ihm oder ihr findet sich ein Weg, auch herausfordernde Wege zu beschreiten. Fazit? Wahre Liebe kennt kein Alter. Ganz egal, ob 2, 10 oder 20 Jahre älter oder jünger. Wahre Liebe kennt kein Alter und keine Grenzen. Ich habe dir hier ein paar Videos verlinkt, die dich eventuell interessieren könnten.